Ich musste aber mit der Sicher noch mal überall drüber gehen. Ja, jetzt nicht. Irgendwas wollte ich tun. Was zu essen holen, oder? Nee. Ein Zaun? Der Zaun kostet einer, glaube ich, ein Holz oder zwei Holz. Das ist aber ein teurer Zaun. Denkst du daran, dass da unten ein Kabel liegt, wenn du jetzt alles runterschmeißt wieder? Direkt vor dem Ding, wo du alles hinschmeißen würdest. Das sind, glaube ich, nicht genug. Höhlenkarotte. Ja, nee, also die Fisch. Ach, der rote Pilz, nimm den mal noch mit für Linus. Kannst du bestimmt morgen noch abgeben. Soll ich jetzt eigentlich noch was essen? Musst du. Ich muss es, ja. Und was? Eine Aubergine. Die hier abbauen. Axt. Ja, ich habe gedacht, ich hau noch ein bisschen daneben, damit wir auch wirklich keine Ausdauer mehr haben. Wir haben jetzt aber keine zurückbekommen. Nee, wahrscheinlich, weil die schon so alt waren oder so. Stopp, stopp, stopp. Ach, das war schon wieder saudumm. Das war der absolute No-Brainer. Upsi Pupsi! Haben die Kühe nichts zu fressen? Ja. Ich muss noch eine Aubergine essen. Was ist denn das da für ein kleiner Zaun da? Das der da? Daneben. Nee, dann. Nehmen wir ein Holztor. Hartholzzaun. Ah ja. Der stabilste aller Zäune. Oh nein. Warum muss der stabil sein? Erklär mal. Vielleicht vor Stürme. Das Geräusch ist so schön. Das reicht nicht. Das reicht uns nicht. Du solltest jetzt noch ein bisschen spielen, Mausi. Weil du sonst einschläfst und ich habe jetzt gerade Spaß. Ja, ich schlaf nicht. Doch, tust du. Nein. Bitte. Verarsch mich nicht. Augen auf. Echt, ich bin nicht müde. Nicht so sehr. Alter, deine Augen sind nicht zu gewesen. Nicht so sehr sind sie. Nicht da, nicht da, nicht da. Oben. Da, ja. Drüber. Da würde ich es so rüberziehen dann. Aber ist vielleicht so? Jetzt... Ja, halt. Schon daneben. Da, ja. Und da an. Sieht scheiße aus. Da muss dann eh ein Tor hin, aber das ist jetzt, geht jetzt nicht mehr. Wir sind fertig. Ja, Hammer. Haben wir im Kopf. Was? Ja, der ist ja schon weg. Das Ding lebt nicht. 1%. Geil, dass das keine Ausdauer verbraucht, ne? Ja.
Hätten wir das vorher. Das, wir haben da nicht dran gedacht, dass das geht, ne? Ey, sau dumm. Wir hätten quasi das Ganze hier alles abarbeiten können. Und dann einfach eine Truhe nur mit Heu. Warum sollte man denn überhaupt ein Silo bauen? Achso, du kannst nur. Das Heu wird nur, wenn du ein Silo baust, ne? Nichts verkaufen. Die Fische vielleicht. Ach, scheiß drauf, morgen. Scheiß drauf. Oh no. Okay. Die Mayonnaise. Ne, den Meerrettich würde ich nicht wegtun. Die vielleicht, ja. Meerrettich? Ich hab gerade gedacht, du willst den wilden Meerrettich wegmachen. Aber so. Die goldenen. Du denkst dann, dass wir auch goldene Sachen noch für dieses Reinschmeißding brauchen, ne? Ja, da habe ich die Melone da. Ach so, okay, ja. Ja, der muss auch nicht da. Das waren vier. Nee, ja, drei waren es. Ja. Lauch kommt dazu. Der ist sowieso da. So, wunderbar! Den Rest verkaufst du alles, oder? Ja, bis auf die Sandblume. Hast du das noch? Nee. Okay. Ja, doch schon, denk schon, wieder. Ja, dann mach's. Das mach ich dann einfach morgen. Ja, oder jetzt? Ja, jetzt nicht mehr. Miau! Toll. Ja, die Fische haben gar nichts, der Stecken und so haben gar nichts gemacht. Hätten sie doch in das Ding reingeschmissen, einfach. Hä? Ich muss das lesen, das ist eine Frau. Hi, guten Morgen. Die scheint es gut zu gehen, die Farm sieht super aus. Dankeschön. Also, du bist schon eine Weile hier und ich bin sicher, dass du inzwischen etwas Stoff hergestellt hast. Nun, wusstest du, dass du mit Stoff alle Arten von Kleidung anfertigen kannst? Alles, was du brauchst, ist der Zugang zu einer Nähmaschine. Und ich habe zufällig eine zu Hause. Du kannst gerne vorbeikommen und sie jederzeit benutzen. Glaubst du, das ist, weil wir so cool mit Emily sind? Ja. Alter, ist das krass. Alter, ist das krass. Mit dem Schneiderhandwerk zu Beginn benötigst du ein Stück Stoff und ein zweites Teil. Experimentiere rum und schau, welche einzigartigen Stile es gibt. Das ist ja mega krass. Hallo. Es ist gerade Brombeerenzeit. Die Büsche sind voll mit ihnen. Ich würde auch gerne ein paar pflücken, aber ich habe meinen Korb verloren. Kannst du helfen? Linus. Weißt du noch, wo der Korb ist? Ich weiß noch, wo der Korb ist. Die Dings. Reiselbeeren. Der Amaranth ist fertig. Achso, brauchen wir für beides eine Sense? Ja. Irgendjemand wollte einen Amaranth? Mani. Du musst schießen. Hallo Daxen. Danke für den Auftrag zur Stallerweiterung. Zusätzlich zum doppelten Platz im Stall habe ich mir erlaubt, dir noch einen
Brutkasten einzubauen. Leg einfach ein Ei hinein, um ihn zu benutzen. Wenn du Platz in deinem Stall frei hast, wird das Ei in einigen Tagen schlüpfen. Wie immer, danke für das Geschäft, Robin. Wir werden keine Eier ausbrüten. Wir werden keine Eier ausbrüten, werden Enten gekauft. Weiß ich nicht. Okay. Den muss man auch abgeben, glaube ich, den Amaranth, ne? Das ist, glaube ich, das erste Lied, das mir nicht gefällt. Die Welle hat mich gehört. Ist okay, ist okay. Hast du jetzt alles gegossen? Ja. Das war schon sehr hart gegen mein OCD gerade. Schau mal. Irgendwie das Quest-Icon hat geblinkt, ne? So, der Bärenkorb. Weißt du noch, wo der ist? Nein. Ich schon. Was war das für eine Quest, die wir abgeben müssen? Was machst du da? Gießen. Okay. Du gießt anders als sonst. Wieso? Schon wieder nicht volle Ausdauer, ne? Was machst du da? Hab ich schon was, oder? In der Mitte, die Reihe fehlt noch, ja. Du bist gar nicht müde, ne? Wieso? Weil du übel den Scheiß zusammengegossen hast. Ja, gleich zu Mani und eine Ente kaufen, oder? Ich weiß gar nicht, wie wir die nennen sollen. Das ist natürlich ein Problem. Gleich vorne aufmachen, was hast du schon? Eine war eine Quest für den Linus mit dem roten Pilz und das andere war auch für den Linus, ne? Mhm. Ja, dann holen wir doch den Korb gleich, oder? Wo? Da, wo der Bus ist. Hast du das gegossen? Nach oben. Jetzt sind überall Bären. Eigentlich sollten wir jeden Tag laufen und die Bären sammeln. Und daraus dann nur Gelee machen oder so. Und jetzt dadurch. Also erstmal da oben die Nuss. Ja. Und jetzt da oben liegt er. Genau, und jetzt können wir die Nuss direkt in den Korb. Und. Den Pilz geben. Willst du nochmal Amaranth kaufen? Ja. 9. Ja. Riffbarsch, ich weiß leider nicht wo. Wo Riffbarsch ist. Tiere sind so ungeduldig und unschuldig und niedlich und wenn ich mich nicht um sie kümmere, wer dann? Was machst du da? Unser Silberei verschenken.
super. Weintrauben. Nee, scheiß drauf. 9. Ja, Bären. Die anderen Büsche auch gebärt? Nee, ne? Bärchen. Wo ist Linus? Der muss doch hier irgendwo rumgammeln. Eigentlich schon. Demetrius? Shit. Was? Den Pilz geschenkt, das fand er widerlich, den roten. Super. Den roten Pilz, den du im Linus hättest geben müssen. Da hab ich doch 3 Stück. Mal kurz, wo Linus ist. Und? Was ist von heute? Montag bis Sonntag. Es ist 14.30 Uhr, der ist steht an dem See in der Nähe. Der war, davor war er am Spa und jetzt geht er zum See. Geh wieder hoch, also steht an dem See in der Nähe seines Zeltplatzes ab 14.50 Uhr. Genau das, was ich gesucht hatte. Vielen, vielen Dank. Hier deine Bezahlung, wie versprochen. Was ist der Kopf? Die Quest ist einfach weg. Mein Korb, danke dir, das bedeutet mir viel. Na toll. Ja, wieso? Hat doch geklappt. Ja, aber jetzt haben wir nichts bekommen irgendwie. Ja, hat man dann wahrscheinlich eh nichts bekommen von dem. Das ist ein Obdachloser, was soll er uns denn geben? Der liebt Blaubeertörtchen, Kaktusfrucht, Kokosnuss, Matrosenhelfer und Süßkartoffeln. Sweet Potato. Die Belohnung für das Zurückbringen ist ein Freundschaftsherz. Amaranth. Super cool. Ja, gebe ich mal das Amaranth weg. Nee, doch. Doch, ja. Es ist eklig, wenn das Laub am Boden ganz glitschig wird. Okay. Marnie hat jetzt zu. Da drüben ist sie. Suchst nach Tante Marnie. Wer ist dann ihre Mutter? Jodie. Oh, der Amaranth, den ich wollte. Vielen Dank, meine Kühe werden ihn lieben. 500 Gold, yeah.